Oh, ich muss echt zum Friseur. Ich sehe auch tatsächlich eine von Maden zerfressene Ratte auf dem Kopf. Was ist das denn hier? Naja. Es weihnachtet sehr, scheinbar. Wobei, das ist richtig räudiges Wetter und verdient kein Weihnachtswetter genannt zu werden. Aber heute ist der zweite Advent, zumindest wo ich das Video aufnehme. Deshalb lasst uns diesen schönen Kranz anzünden. Wunderhübsch. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Es weihnachtet und ich war so, ich hab Bock auf Weihnachtszeug. Kollegin, was soll das denn? Ah, einfach auf mich hören. Ich war die letzten Tage einfach so am Existieren und hab halt wichtige Dinge gemacht. Und dann kam Twitter und hat mir auf einmal irgendeinen random Beitrag empfohlen, so wie es halt immer mal ist, dass man so eine Notification bekommt, wo dann heißt, hi! Dieser Tweet könnte dich interessieren. Spoiler, in 99% dieser Fälle tut es absolut nicht. Aber bei dem speziellen war ich so, was zum Teufel geht da bitte ab? Und zwar lautet die Überschrift des Tweets. Auf dem queeren Weihnachtsmarkt am Nollendorfplatz dieses altertümliche Gemälde entdeckt. Was soll denn dieses Plastikding da aus längst vergangenen Zeiten sein? Das habe ich in Berlin ja noch nie gesehen. Und ich werde jetzt das Bild zensieren, einfach weil ich keinen Bock habe, dass ich hier auf YouTube Schwierigkeiten bekomme. Aber im Endeffekt kann ich es ja euch beschreiben. Und zwar sind da einfach gezeichnete, aber relativ realistisch aussehende männliche Geschlechtsorgane, wenn ihr wisst, was ich meine. Also erstmal generell, ich finde den Typen, der das auch irgendwie gepostet hat, ultra suspekt, wenn ich es mal so sagen kann. Also schreibt in seiner Bio, queerer Aktivist, offizieller Repräsentant der LGBTIQ+, nee, Sternchen, Minus, das ist jetzt die downgegradete Version. Haha, das war ein Scherz. Community auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, wer oder was ihn als offiziellen Repräsentanten ausgezeichnet hat, weil wenn es irgendwas wirklich Offizielles sein sollte, dann will ich, dass es schnellstmöglich umgeändert wird, weil ich finde, es ist keine gute oder, naja, repräsentierende Repräsentation, wenn man einen Repräsentanten wählt, der auf Twitter Sachen postet, wie er mit anderen mit seinen Prep-Döschen anstößt oder wie er stolz drauf ist, dass er nach einer bestimmten Zeit, die er in der Welt rumgenudelt hat oder in Berlin oder was weiß ich, noch keine Geschlechtskrankheiten hat. Oder auch Bilder, die ich jetzt nicht weiter beschreiben werde, aber ganz gut in diesem Video erklärt werden. Junge, queere Repräsentation, cool, ja, aber Trust and Belief, das Leben einer Person, die Teil, gezwungenermaßen, der LGBT-Community ist, besteht nicht nur aus sich durch die Welt vögeln, sondern auch noch aus anderen Dingen. Eben, um genau zu sein, der geringste Teil meines Lebens hat damit zu tun. Aber kommen wir zurück zu dem Bild. Und zwar, wie ja schon angesprochen wurde, war dieses Bild auf einem queeren Weihnachtsmarkt. Und da war ich erstmal so, warum? Wir brauchen nicht alles in queerer Version. Aber andererseits dachte ich mir auch so, ja, ist bestimmt nur Geschmackssache und kann man ja einfach mal sein lassen und die Leute ihren Spaß haben lassen und nicht immer alles kritisieren. Aber wenn dann sowas da hängt und ich bin mir zu 99,9% sicher, zumindest habe ich nichts dergleichen im Internet gefunden, dass es an diesem Weihnachtsmarkt keine Alterskontrolle gibt und da jeder, auch Minderjährige, sehr minderjährige Menschen, jederzeit dahin gehen können und sind so, oh cool, Weihnachten. Oh, ein nein. Kleines Update, es ist gerade der Tag, wo ich schneide und es gibt News bezüglich dieses Weihnachtsmarkt, denn scheinbar haben sich so viele Leute beschwert, dass es nicht wirklich kinderfreundlich ist, dass tatsächlich jetzt eine Altersbeschränkung eingeführt wurde. Zum Glück hat Maestro das Ganze repostet, wodurch ich dann auch darauf aufmerksam gemacht wurde, aber anhand seines wirklich glorreichen Kommentars sieht man auch, wie wirklich weitsichtig er ist und was für ein wirklich toller Repräsentant er ist. Er schreibt dazu, toll, Augenroll-Emoji, Augenroll-Emoji. Brauche ich dazu noch was sagen? Aber an sich gut, dass da jetzt eine Altersbeschränkung verhängt wurde, aber ihr seht, das Video geht noch weiter, also es wird noch ein bisschen andere Sachen noch betreffen. Aber das ist ja nicht der einzige queere Weihnachtsmarkt in Deutschland oder auf der Welt und ich habe dann von einer Freundin auch noch dieses Reel zugeschickt bekommen und da war ich wirklich ganz draußen. Aber schauen wir uns das ganze Ding mal an. Wir waren auf dem außergewöhnlichsten Weihnachtsmarkt Deutschlands. Relativ schnell fällt auf, dass man hier ziemlich lange nach normalem Christbaumschmuck oder Lebkuchenmännern suchen muss. Stattdessen ist das Angebot halt eben etwas, ja, anders. Und auch bei den Getränken gibt es so einige Besonderheiten. Man kann sich hier so einen eigenen Glühwein zusammenstellen. Dafür muss man so Karten ausfüllen. Schmeckt schon anders als normaler Glühwein. Schon cool, dass man so viel Auswahl hat. Das schmeckt wie so Split. Unser absolutes Highlight war allerdings die Live-Musik. Danach haben wir das Essensangebot ausgecheckt und wir fanden das Jackfruit-Sandwich und diese Flachbrote besonders lecker.
Also erstmal kurz von der Weg, warum sind Weihnachtsmärkte oder generell jede Art von Märkte mittlerweile so teuer geworden? Bei aller Liebe und Inflation in dem ganzen Scheiß, aber 8,50 € für so ein Scheißbrot mit irgendwie Salami und was weiß ich für Grütze obendrauf. Nein, das kriegt man auch garantiert günstiger hin, aber das braucht nicht 8,50 € zu kosten. Selbst die Standmiete auf dem Platz wird damit easy reingeholt. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nicht in dem Bereich tätig, deshalb will ich mich jetzt da nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Aber was ich viel befremdlicher finde, sind die ganzen anderen Sachen, die man insbesondere am Anfang sieht. So, erstmal gibt es hier diesen Matrosen hier, der dir aus Luftballons einen macht und dann auch noch so. Och, ich hasse es, das ganze Zeug zu umschreiben. Ihr könnt das sehen, aber ich will auch nicht von YouTube eine gescheuert bekommen in Form von irgendwie Community Guidelines. Ab 18 ist das Video jetzt. Ihr seht ja, was ich meine, so was er tut. Und dann, also die Sachen, die man dann gesehen hat, also was zum F*** sind solche Sachen. Behaltet dabei immer im Hinterkopf, dass auf diesem Weihnachtsmarkt jederzeit ungehindert Kinder rumlaufen können oder anderweitig Minderjährige, die jetzt noch nicht 18 sind. Erstmal, wo hat das noch was mit Weihnachten zu tun? So, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was an diesem Weihnachtsmarkt geboten wurde. Also, der hat ja uns ja mal alles so vorgestellt, was es da gibt. So, Essen, Sachen zum Kaufen, was es so an Bühnenprogrammen gibt. Bühnenprogramm, gut, kann ich irgendwie verstehen. Ich weiß jetzt nicht, was da für Musik gespielt wird. Die Deko, die es da zu kaufen gibt, grenzwertig bis definitiv too much an Sexualisierung von ganz normalen Sachen. Und das Essen, Durchschnitt. Außer Glühwein, aber so, was unterscheidet noch diesen Markt von irgendeinem thematisierten Markt, also im Sinne von, der ein Theming hat? Ich finde den Weihnachtsaspekt hier wirklich nahezu nicht mehr vor. Und jetzt kommt mir nicht von wegen, oh, das ist zu konservativ gedacht. Nein, irgendwo müssen ja Sachen auch noch das sein, was sie behaupten zu sein. Und das sehe ich hier halt absolut nicht mehr. Dieser Gedanke von, also eigentlich jeder Gedanke von Weihnachten ist da eigentlich nicht mehr vertreten. Von wegen, oh, eine besinnliche Zeit. Jesus, dies, das. I don't care wirklich über Religion. Will sich die ganze Zeit auf das Thema Religion so eingehen, weil honestly, I don't care. Ich bin nicht religiös, übt eure Religion aus, wie ihr wollt, außer ihr versucht damit irgendwie mir zu sagen, so, ja, du darfst aber nicht schwul sein, weil XY, so. Nein. Aber das Grundkonzept eines Weihnachtsmarkts ist da nicht mehr gegeben. Vor allem ein Weihnachtsmarkt ist doch kinderfreundlich. Wer in diesem Konzept-Team, sage ich jetzt mal, war so, ja, lass mal einfach literally Gear oder wie auch immer man das nennt, bei einem Weihnachtsmarkt ausstellen zum Verkauf, wo auch Kinder hingehen können. So, das sind literally Sachen, die normalerweise in Shops verkauft werden, die berechtigterweise ab 18 sind. Ich raff's nicht, wie die queere Community immer unter dem Deckmantel dieses, ah, wir sind die LGBT-Community-Seins, solche Sachen abziehen darf. So, wenn das irgendwie irgendein straighter Weihnachtsmarkt, wenn man das so nennen kann, gewesen wäre, die wären von Kritik in Grund und Boden gestampft worden. Aber nein, die LGBT-Community, die ist ja für Vielfalt und sexuelle Auslebung und so. Und ich denke mir so, ja, aber sexuelle Auslebung muss nicht in jeder Veranstaltung thematisiert werden. Schon gar nicht, wenn es um etwas wie einen Weihnachtsmarkt geht. Dass man da irgendwie sagt, jo, lass mal Drag Queens auftreten, die in irgendwelchen Weihnachtskostümen sind und dass es da dann halt irgendeinen weihnachtlichen Bezug hat. Keine Frage, gar kein Problem. Drag-Programm kann auch durchaus kinderfreundlich sein. Ich meine, es ist ja auch teilweise nichts anderes als Clowns. So, let's be real. Es gibt durchaus Drag Queens, die das Ganze unfassbar übersexualisieren und wo das Programm auch dann wirklich für Erwachsene gemacht ist. Aber das muss es ja nicht sein. Also ich finde auch diese ganzen Diskussionen mit diesen Drag-Queen-Vorlesungen finde ich ein bisschen zu schwarz-weiß gedacht, wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt die einen, die sagen, nein, das kann nicht sein, weil das ist irgendeine sexualisierte Kunstform. Und andere sind so, nee, wir müssen es immer erlauben. Wo ich mir denke, ich finde, man kann es da erlauben, wo es auch wirklich kinderfreundlich ist. Aber nicht da, wo jetzt wirklich Drag-Queens mit ihren, also, ne, daherkommen und sind so, hi, wir lesen euch jetzt die kleine Raupe Nimmersatt vor. So, und was jetzt bei diesem ganzen Thema mit Kindern und so weiter und so fort zutrifft, das habe ich auch eigentlich schon alles bei dem CSD-Video angesprochen. Von wegen, dass ich es einfach nicht akzeptabel finde, wenn so etwas in der Öffentlichkeit passiert, wo jeder frei Zutritt zu jeder Zeit hat, wo das halt offen hat. Es wäre was komplett anderes, wäre das eine geschlossene Veranstaltung, wo man beispielsweise am Eintritt kontrolliert wird, wer da alles reingeht, wer nicht. Wäre das der Fall, hätte ich nichts dagegen. Gut, ich hätte was dagegen, wenn sie trotzdem jeden reingelassen hätten, auch Kinder. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. So, und ich habe jetzt auch schon mehrmals in dem Kontext so Sachen gehört wie, dann informiert man sich halt, was da abgeht, und bevor man zu sowas hingeht. Oder wenn man im Alltag da halt durchgehen muss, informiert man sich, was das halt ist. Wo ich mir denke, nein. Es liegt nicht in meiner Hand, mich zu informieren, was da irgendwie abgeht, was vielleicht in meinem Alltag da ist, sondern ich sollte da gar nicht erst durch müssen oder durch können, um meinen Alltag ganz normal bestreiten zu können. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, richtig scheiße erklärt, aber ich glaube, es könnte verstanden werden.
Keine Ahnung, ich finde es einfach irgendwie ein bisschen schade. Das Thema ist eigentlich immer was, was immer mal wieder hochkommt, wenn es um irgendein LGBT-Event geht, dass alles immer so übersexualisiert werden muss. Und ich raff's einfach nicht, warum das sein muss, beziehungsweise, wenn es sein muss, warum das dann auch immer für Kinder zugänglich sein muss. Weil ganz ehrlich, das hat rein gar nichts mit Aufklärung zu tun. Und ich frage mich noch, warum sowas so krass unterstützt wird und alle so LGBT-Magazine sind so, wuhu, geht dahin. Naja, im Groben und Ganzen finde ich es einfach nur schade, dass durch solche Aktionen oder solche Sachen dann immer auch ein gewissermaßen schlechteres Licht auf die LGBT-Community geworfen wird. Und ich meine, man merkt es doch teilweise auch schon in den Medien, wenn man mal in die Kommentare bei irgendwelchen Beiträgen, die auch eigentlich nur neutral über irgendwelche LGBT-Themen reden, dass da dann von Leuten, die jetzt nicht LGBT XY Z-Menschen sind, gesagt wird so, Gruppe wilder Hühner und bläh, die Akzeptanz in der Gesamtgesellschaft einfach wieder runtergeht. Und ohne Witz, wenn solche Aktionen gebracht werden, wundert es mich kein bisschen. Also, aber was sagt ihr dazu? Ist das Ganze übertrieben? Sollte das Ganze so stattfinden, wie es das auch gerade tut? Fändet ihr eine Altersbeschränkung ganz sinnvoll oder gar nicht solche Märkte? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann passt auf, dass euer Weihnachtsbaum nicht eine Pflanze anbrennt, die euch nicht mal gehört. Habe ich gerade Weihnachtsbaum gesagt? Adventskranz. Und gebt mir auch vielleicht ein Abo. Oder aber auch nicht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Depression.